Jetzt sitze ich doch schon eine halbe Stunde hier und muss mir mit anhören, wie der Zauber daneben anjodelt, anstatt mir Gesangunterricht zu geben, wie das für heute verabredet war. Unhöfliche Leute, diese Tenöre. Oh, guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen, Herr Kammersänger. Ich sitze eine geschlagene halbe Stunde hier, Herr. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ, gnädige Frau, aber ich war gerade auf dem hohen C. Und ehe man da wieder herunterkommt, das dauert ein Weilchen. Na, außerdem vergaß ich, dass Sie die deutsche Pünktlichkeitskönigin sind. Jedoch fangen wir sofort an. Bitte machen Sie den Mund auf. Wieso? Gehört das auch zum Singen, dass Sie wissen, ob ich eine belegte Zunge habe? Nein, ich will nur Ihren Rachen besichtigen. Ah! Eine zierliche Fresse zeigst du mir da. Lachende Zähne im Leckermaul. Na, erlauben Sie mal. Heißt es im Siegfried, gnädige Frau. Also auf Deutsch, ich bin ein Drache. Na, wir wollen uns nicht in Details einlassen. Versuchen Sie bitte, diesen Ton nachzusingen. La. Ah, 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 ah. Warum denn so abgehackt? Ja, wissen Sie, ich teile mir das in Monatsraten ein. Na, ich sehe schon, so kommen wir nicht weiter. Das Beste wird sein, Sie singen mir irgendeine Arie vor Potten. Zum Beispiel eine französische oder italienische Arie, nicht wahr? Da kann ich am besten den Klang Ihrer Stimme beobachten. Na, muss die Arie von so weit her sein? Kommen wir uns doch auf halbem Weg entgegen. Ich singe Ihnen eine oberbayerische Arie vor. Bitte schön. Ich hab mein Burm so gern und sing schon von fern. Dann fangt mein Herz soll gleich zum Bumpern an. Ich weiß bis heute nicht gewiss, wie das so kommen ist. Denn an dem Burm ist völlig gar nichts dran. Hullere Dulie, hullere Dulie. Hollere, Dulie, Rüdeli, Jojo! Na, ja. Was sagen Sie jetzt, Herr Pauber? Ja, gnädige Frau, damit können Sie höchstens beim oberbayerischen Alpenball Erfolg haben. Im Lohengrin oder Tannhäuser können Sie das nicht verwerten. Na, ich glaube, da täuschen Sie sich, Herr Pauber. Ich habe neulich in der Walküre die Brünnhilde auch so etwas Ähnliches singen hören. Hoi, Jotoho! Na, ich denke, wir lassen es für heute genug sein, gnädige Frau. Das Beste wisst ja doch, Sie überraschen mich morgen mit der erfreulichen Nachricht, dass Sie beim Film bleiben.